Das folgende Video wird Ihnen präsentiert von der Together Community. Der folgende Inhalt ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Jetzt schon die Aufnahme gestartet? Ja, habe ich schon gemacht. Jetzt schon. Mhm. Okay. Herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 6 Demo. Ja, zum zweiten Szenario. Mit Wir befinden uns in Osteuropa. Genau. Und zwar Weihnachten 2012. Genau. Wie hieß der andere jetzt noch? Piers. Piers, ja. Und er, ja. Spielt Chris. Und das sieht, das ist Chris im Jahre 2012. Alleine. Ja, weg mit ihm. Die Aufgabe der BSAA ist es, den Bioterrorismus zu beenden. Das können wir nur schaffen, wenn wir zusammenhalten. Niemand ist entbehrlich. Ganz genau. Und auch wenn alle hier bereit sind, für unsere Sache zu sterben, ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das nicht passiert. Lass dich zusammenfinden. Sorry, Sir. Niemand wird zurückgelassen. Nicht bei mir. Verstanden? Ja, ja Sir. Finn. Statusbericht. Ja, Sir. Die Guerilla setzt eine neue BOW-Spezies ein. Die Führung nennt sie Javu. Sie sind äußerst intelligent, unglaublich stark und haben die Eigenschaft, als direkte Reaktion auf körperlichen Schaden zu mutieren. Gut, alle wissen, was zu tun ist. Wir teilen uns in drei Teams auf. Los! Alles klar. Ja, Sir. Ja, Sir. Du bist der Neue, hm? Ja, Sir. Finn McCauley, Sir. Ich weiß, du hast Angst, Finn. Aber deine Kameraden decken dir den Rücken. Ja, Sir. Ich werde mein Bestes geben. Er hätte jetzt so sagen können, keine Angst, aber du wirst leider als Erster sterben. Ist der immer so inspirierend? Ja, wenn wir jetzt das erste gespielt hätten, die erste Demo, wüsste man, warum jetzt der Pierce so ungläubig reingeguckt hat. Genau. Feindbeschuss, Feindbeschuss, Alpha-Team, Feuer erwidern! Alle Mann aufschwärmen! Ah! Feuer erwidern! Ach du Scheiße, jetzt sag ich, was ist hier los hier? So, Chris hat, was hat Chris dabei? Eine Pistole! Ein Messer, ein Touch-Sturmgewehr und die Handfeuerwaffe 909. Da sind Scharfschützen. Und ich habe... Aua! Und jetzt hat mich ein Scharfschütze umgeboxt. Oh, da zieht einer auf mich. Und hier sind jetzt auch so eine Kisten. Da sind auch allerdings nur diese, ja. Ich mache hier auch mal Nachkampf, soweit ich kann. Aber wenn sie mich schießen, muss ich dann auch wieder zurückgehen. So. Komm mal hier rüber. Bam! Aua! Was war der Mist? Okay. Meine Jacke ist schon ein bisschen blutig, aber macht nichts. Man sieht übrigens auch jetzt hier... Aua, Hilfe! Da oben ist ein Geschütztürm, da sollte mal Pierce da mit seinem Scharfschützengewehr mal gucken, ob er den platt machen kann. So, warte mal. Ah, da. Gute Arbeit. So. Der wäre... Ja, Chris. Oh, der hat, der ist mutiert worden, immer hier. Der hat jetzt einen Arm bekommen. Ja. Macht aber nichts, wir haben trotzdem in die Fresse. Bam! In die, ja, genau. In die Fresse, voll.
Ja, Chris, der macht einige von seinen alten Moves. Ja, Pier ist ja neu, weil wir willst du mal eine Pille. So. Pier ist es ja neu, da wissen wir gar nicht, was er vorher konnte. So. So, mal gucken. Alles gut hier? Okay. Der ist auch mutiert da oben auf der Brücke. Ist das? Okay. Ja, Nick Becher. Konnte ja auch beim Resident 5. Alles klar, Brava Team, keine Ahnung, sich. Hab rotes Kraut gefunden. Aua, wer schießt da auf mich? Das war noch Tüte. Da sieht man gelb, dass er jetzt auch den Namen Blut Daniel in gelb eingezeigt hat. Das heißt, er hat Leben verloren. Mal Pille nehmen. So. Ja, hier gibt es dann schon, die Runde ist noch rot getraut. Habe ich schon genommen, glaube ich. Ah, das ist schon okay. Okay, dann geht's weiter. Ja, entschuldigt, wenn wir nicht allzu viel sagen, wenn so viel Tumult auf einmal passiert. Aber es ist halt auch ein bisschen, was muss man sich eher konzentrieren. Genau. Aber weiter geht's. Moment, ich bin noch nicht mal. Und die Türen, die kennt man ja auch noch, ne? Aus Resident Evil 5. Allein wäre ich längst tot. Sehr gut. Kann man. Danke. Vorwärts. Mir nach. Vorwärts. Los, danke. Zurück. Halt. Gut. Gute Arbeit. Halt. Okay, jetzt haben wir es ungefähr gehört, was Chris und Pierce machen. So ein bisschen armeetechnisch. Und hier kommt was Großes. Ja, die Gegend hier, finde ich, erinnert so ein bisschen die Häuser, wenn man mal so an die alten Call of Duty Teile denkt. Dann weiß der ein oder andere bestimmt, was ihm. Also ich hatte so das Gefühl. Ja, und der sieht ja ziemlich ungemütlich aus. Ja, und wer es nicht weiß, dass diese alle Viecher, die wir treffen, das sind C-Virus Opfer. Gibt es auch in Übergröße? Ja, gibt es. Weiß nicht, keine Ahnung. Du musst das wissen. Du bist der Experte dafür. Das hat irgendwie keinen Sinn. Ja, man muss ihn immer ein bisschen auf den Zip schießen, den er unten hat. Das macht irgendwie keinen Sinn alles. Weg hier! Ja, gut. Haben wir geschafft. Ja, das ging ja bloß gut automatisch. Eine riesige WoW verfolgt uns. So, jetzt kann man sich natürlich nicht umdrehen. Entferne die Barrikade, Sir. Ich komme so schnell ich kann. Wow. Man kann natürlich hier auf die Treppe hochgehen. Aua, Scheiße. War gerade der falsche. Falsche Move zur falschen Zeit. Aua. Höher. Oh, falsches. Aua. Oh, Hilfe. Uah, scheiße. Nimm mal was, Chris. Ich
Ich renne gegen seinen. Oh oh. Ich baue die mal kurz, das wäre hilfreich. Ja. Jetzt habe ich von meinem wertvollen Pin gegeben. Hat aber nicht genutzt, weil der. Ja, wir sind nicht beide am Boden, also. Ah, Hilfe! Die anderen. Ja, unmöglich da was zu machen. Am besten kommst du da hoch, wo ich bin, bei der Treppe, da bei der Leiter. Da kann man schön hin und her rennen. Jetzt bist du gestorben. Ich kann mal sehen, dass man auch sterben kann. Sogar in der Demo kann man noch sterben und das ist dann auch noch sehr gehaltvoll. Ah, Hilfe! Ah, Hilfe! So, hier bei der Leiter. Da am besten hochgehen. So, ich bin dann schon mal ein Stück weiter hinter. Kannst ja dann ein Stück weiter vorne bleiben. Jetzt wird er mir gleich in der Box. Ja. Genau. Dann renne ich mal jetzt wieder ein Stück zurück. Zack, zack. Oh, er hat mich. Alter Schwede, das war, habe ich ja auch noch nie. Ich wusste, dass er greifen kann. Natürlich kann er nicht greifen. Genau, aus der, also wenn man sich halt hingefallen ist jetzt gerade, kann man auch noch da gleich so von der Antwort geben, wenn man den so vorschießen kann. Ah, Hilfe. Man kann natürlich auch zwischen der Beine durchlaufen. Ja, wäre jetzt auch eine Option gewesen für mich, aber okay. So, jetzt gehe ich mal die Leiter nochmal hoch. Wir müssen halt ihm jetzt so viel Schaden zufügen, bis halt unser Freund mit dem Panzerwagen kommt und ihn ein bisschen in Verlegenheit bringt. Okay, ist mein Bruder gesprungen. Sollte er eigentlich gar nicht. So, das war die Gerade von Chris. Hier überhaupt nichts. Wo bist du? Hier, auf der anderen Seite. Jetzt, ja. Ja, das jetzt war's. Kommt da. Also beim ersten Mal mit den Sternen haben wir mit Absicht jetzt gemacht, damit ihr es mal seht. Ist ja logisch, ne? Denn man kann ja auch mal sterben, das ist ja kein Problem. Genau. Da soll es zuweilen auch möglich sein im Hauptspiel. Ist auch nicht dramatisch. Ja. So, wenn wir jetzt hier nochmal, ja doch, so. Wir gehen jetzt einfach mal hier hoch, weil das schön ist, wenn wir es können. Dann nehmen wir so steilisch diese erste Hürde hier. So. Und dann, treten wir diese Kisten einfach ein, weil wir es können. Und nehmen daraus Munition mit und alles mit dir sonst. Und ja, Schaffigun halt und dann geht's hier runter. So, und hier kann man nicht rein mehr rein. Das ist unsichtbare Wand hier, seht ihr? Hier nicht. Ja, genau. Die gibt's hier auch nie. Ja, das Spiel unsichtbare. Wenn das Spiel eben nicht will, dass man da hingeht. So, jetzt bist du mal dran gefragt. Snabekünste. Hast du übrigens auch eine zweite Fähigkeit, ne? Ja. Du hast auch so verschiedene
glaube, du kannst mehr Kugeln oder eine Kugel immer nur feuern mit deinem. Genau, genau. Das habe ich mich vorhin schon gewundert, wie mein Maschinengewehr hier nur eins Schuss macht. Ja, sowas muss man natürlich alles erst im Nachhinein so hin und rausfinden. So, wer war das da oben, der? Ich habe ihn gesehen. Mach ihn tot. Er ist tot. Aber das sind unsere Männer. Wollte schon sagen, wahrscheinlich auf unsere Männer schießen. So, der ist tot. Nicht intelligent. Ah, hier waren auch noch welche. Ist da was noch? Ne, ist nur die Leiter. Eine Handgranate. Und der wäre auch. Ich breche mit dem Panzerwagen durch den Zaun. Mach mal. So, hier gibt's noch Figürchen. Noch eins. Oh, der ist tot. Da könnte man echt denken, man ist jetzt hier so ein Ego-Shooter-Zwitter-Krieg. Wir bringen ja auch wieder das Quiz einfach. Oh, scheiße. Da war leider eins. Alter. Na, ist egal, ich hab'n. Jetzt wechsle ich auch mal die Waffe. Ich gehe jetzt mal hier hoch. Da kriege ich einen besseren Überblick über alles. So. Aua! Und Chris kann natürlich am besten. Was eine Einmus kann er natürlich am besten. Muss so sein. Oh, was ist hier so. Ach, was ist hier so ein Rauch? Was ist das für ein Rauch? Keine Ahnung, so grün, ne? Ja, grün-gelb, nicht. Der Sniper hier steht hier genau vor mir. Das bist du, ne? Gewesen ja. Eben. Sag mir, dass du das warst. Ja, ich war ich auch. So. Brennt gerade. Warum schmeißt den runter hier? Das ist unser Platz hier. Und jetzt habe ich natürlich Ausdauer verbraucht. Ohne Ende. Bin ich dann. Und da unten ist wieder so ein. So. So, der ist auch hin. Und hier neben noch einen, glaube ich, ja. Ja, sonst gibt's nichts weiter, glaube ich, ne? Man kann, glaube ich, noch hochgehen irgendwo. Ja, hier kann man hochgehen. Halt dich mal bitte bis gelb. Jetzt immer noch? Ne, jetzt bist du grün. So, hier wird gleich Sprengstoff wahrnehmen gemacht. Finn, hierher! Du musst diesen Zaun beseitigen! Bin dabei, Sir! Bringe Sprengladung an! Dann bringen wir an die Sprengladung. Man sollte vermutlich weggehen, wenn irgendwo eine Sprengladung angebracht wird. Das hat man mir gesagt, das wäre ja, irgendwie gut. Eine ganz gute Idee, wenn man irgendwie weggehen würde, wenn irgendwo Sprengung. Das war jetzt nicht gerade der Burner von riesen Sprengladung. Da steht ein Waggon im Weg! Ich seh's. Kommen wir nicht durch. Ach was. Hier gibt's auch eine blaue Medaille zu finden. Ich spreng den Waggon aus dem Weg. Ja, wo denn? Hinten, wenn man ihn.
wenn man ihn den Kampf nach Hause bringen will. Aha. Ja, die schießen nicht mit Raketenwerfer. Der zumindest schießt mit Raketenwerfer. Boah. Und der will Chris hinten auch mit Raketenwerfer. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Vieh? Ich könnte natürlich mal eine Granate benutzen, aber ich mache mal wenig mit Granate, was überhaupt nichts mit Granate. Oh, da Munition. Brauche ich. Und da geht's. Ach, da hinten sind die. Ich arbeite so schnell ich kann. Boah! So, ich schieße mal die Medaille ab. Die ist nämlich hier. Hier auf mich. Wie lange noch, Finn? Ja, die kommen langsam näher hier. Ja. Die haben. Ich versuche hier so viel wie möglich zu snipern. Ah. Keiner wird zurückgelassen. Nicht, wenn ich hier Truppenführer bin. Nee. Ich bin Chris. Redfield Chris. Chris Redfield. Der Zombie-Killer Nummer 1. Bereit zur Sprengung! In Deckung! Ja, irgendwie weg. Ja, ich bin doch da, was ist denn los? Ja, Kühn, spring das Ding! Ah, du musst doch kommen. Daniel, kommst du mal? Ja. Wohin soll ich kommen? Oh. Zu Quinn. Ja, gut, Ausdauer weg. Okay. Bam! Ich war gerade so epic. Schön im Zweikampf beschäftigt. Ja. Ja, und das war das zweite Szenario. Ich sage, oder wir sagen tschüss, bis zum nächsten Szenario. Wenn wir dann mit Jack und Sherry Birkin eine Runde in der schönen Stadt China drehen. Bis dann. Ja.